In diesem Artikel beschäftigen wir uns mit dem Trapez. Das Trapez hat nicht nur einen etwas absonderlichen Namen, es sieht auch etwas komisch aus. Es gehört also zunächst einmal zur Gruppe der Vierecke, das sehen wir. Wir haben vier Ecken, wir haben natürlich auch wieder vier Seiten, die alle unterschiedlich lang sein können. Und wir sehen hier einige Parallelen zum Parallelogramm, das heißt, wir haben die äußeren Seiten abgeschrägt, jetzt aber nicht gleichmäßig, ja, wie das beim Parallelogramm war, sondern ungleichmäßig. Das heißt, sie gehen in dem Fall beide nach innen, sodass ich A, B, C, D, also vier komplett unterschiedliche Seiten erhalten kann. Auch hier habe ich wieder einmal die Höhe eingezeichnet. Das ist die Höhe auf B. Einem Trapez gibt es natürlich auch wieder viele verschiedene Höhen. Wir haben ja auch, können ja auch vier unterschiedliche Seiten haben. Wie immer nur eine Höhe eingetragen, der Übersichtlichkeit halber. Und, das wisst ihr wahrscheinlich schon, weil wir sie gleich noch brauchen werden. Also, das sind also die Dimensionen des Trapezes. Schauen wir uns an, wie wir den Umfang berechnen. Wir wissen ja schon, dass der Umfang eigentlich relativ einfach ist, zumindest bis jetzt bei allen geometrischen Figuren. Das ändert sich auch mit dem Trapez nichts. Ich muss einfach alle Seitenlängen addieren, dann weiß ich, welche Strecke ich ablaufen muss, um einmal um das Trapez herumzukommen. Das heißt, der Umfang ist nichts anderes als A plus B plus C plus D. Das ist die allgemeine Gleichung. Es gibt Trapeze, da ist die Seite A und die Seite C gleich lang. Dann habe ich zum Beispiel zweimal A plus B plus D. Das variiert dann je nachdem, welchen Typ eines Trapezes ihr vor euch habt. Der Flächeninhalt ist wie immer der Knackpunkt der ganzen Sache, funktioniert hier nicht. Ja, also erstmal funktioniert es nicht wie im Rechteck. Ich kann nicht einfach die Breite mal die Höhe nehmen, aufgrund der abgeschrägten Seiten. Es funktioniert auch nicht wie im Parallelogramm, ja. Parallelogramm habe ich ja so eine Ecke abgeschnitten und daran gelegt. Das funktioniert jetzt nicht, weil A und C unterschiedliche Seiten sind. Also sie können unterschiedlich lang sein. Was mache ich bei dem Trapez? Ich kann es nicht zerlegen in einfache Figuren. Ich nehme einfach ein zweites Trapez. Hört sich jetzt erstmal komisch an. Also ihr seht, wir nehmen nochmal dasselbe Trapez und legen das an der Seite A zusammen. Was heißt das? Und was bringt das? Das sehen wir jetzt. Ja? Also, wir legen das Trapez an der Seite A zusammen und wir sehen, wir erhalten eine andere geometrische Figur, die wir aber bereits kennen, nämlich ein Parallelogramm. Ein Parallelogramm bestehend aus zwei Trapezen. Hier das eine, was wir von Anfang an gesehen hatten, und hier noch ein drangesetztes. Um zu schauen, wie wir jetzt in diesem Parallelogramm rechnen können, müssen wir jetzt erstmal bei dem herangesetzten Parallelogramm auch die Seitenlängen bestimmen. Also, die Seite A fällt weg. An der Seite haben wir die beiden Trapeze ja zusammengesetzt. Die kurze Seite D befindet sich bei dem linken Trapez natürlich hier unten. Das steht ja auf dem Kopf. Die lange Seite B haben wir hier oben. Und die Seite C befindet sich hier. Wie wir bei einem Parallelogramm den Flächeninhalt errechnen, das wissen wir ja schon. Wir nehmen die Grundseite mal die Höhe. Jetzt merkt ihr auch, warum ich die Höhe eben hier eingetragen habe. Die muss natürlich gegeben sein, sonst kann ich damit nicht rechnen. Zunächst aber mal, was ist überhaupt die Grundseite? Ja, die Grundseite ist D plus B. Ja, also Grundseite D plus B. Das Ganze mal die Höhe, in dem Fall die Höhe B, schreibe ich jetzt mal dahin. Es ist natürlich so, dass die Höhe B genauso lang ist wie die Höhe auf D. Ja? Also ich könnte diese Höhe ja auch hier einzeichnen, dann würde sie auf die Seite D fallen. Ja? Wäre natürlich dieselbe Länge. Wir schreiben aber jetzt mal HB, weil wir das im Ausgangstrapez drin hatten. Ja? So. Wenn ich diesen Flächeninhalt berechne, dann habe ich den Flächeninhalt dieses gesamten Parallelogramms. Wir wissen ja, dieses Parallelogramms besteht aus zwei gleichen Trapezen. Das heißt, um jetzt den Flächeninhalt eines Trapezes rauszubekommen, nehme ich das Ganze einfach mal ein halb und bin bei meiner Gleichung für den Flächeninhalt. Ein halb mal Grundseite mal Höhe oder an diesem Beispiel ausgedrückt ein halb mal D plus B, die Grundseite, mal HB ist
die Höhe. Hier müsst ihr natürlich wieder aufpassen. Es gibt wie immer auch unterschiedliche Höhen. Ihr müsst also schauen, dass die Höhe und die Seite irgendwie übereinstimmt. Natürlich können auch die Bezeichnungen bei einer Aufgabe in eurem Mathebuch anders sein. Ja, dass die Seitenlängen mit anderen Buchstaben benannt sind. Da müsst ihr immer drauf achten. Ja, deswegen merken wir uns, wir transformieren aus zwei Trapezen ein Parallelogramm. Bei diesem Parallelogramm gilt wie immer Grundseite mal Höhe. Merkt euch das nicht mit diesen Buchstaben. Das ist jetzt nur anhand dieses Beispiels. Versteht, was wir hier gemacht haben, und dann wird jede Aufgabe für euch einfach sein. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Lernen und würde mich freuen, wenn ihr auf unseren anderen Lernseiten vorbeischaut.